Hallihallo, willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich bin hier dabei, einen weiteren CTOS-Turm zu hacken. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Gerade mal schauen, ob ich von der Seite hier erkennen kann, wie man da hochkommt. Ich dachte, er hätte vielleicht einen Lift gestanden. Moment mal. Kommen wir hier vielleicht hoch? Das sieht doch relativ gut aus. Jawohl, ja cool. So, und rein hier. Und wir schalten den C2S-Turm frei. Sehr cool. Klick, klick. Ein weiteres Versteck und neue Möglichkeiten, die uns jetzt geboten werden hier. Bezirk freigeschaltet. Nein, ich möchte die Weltkarte nicht öffnen. Dankeschön. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Hep, runter mit dir. Skillpunkt erhalten. Gucken wir doch mal rein. Was können wir uns denn eventuell hier leisten? Wie viel haben wir denn? 3 Stück. Okay, ja, gucken wir doch mal. Gehen wir mal bei Hacken. Was können wir uns denn jetzt alles erlauben? Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken der Banknoten am Geldautomat erhält. Okay, zusätzlicher Akku, das ist natürlich nicht schlecht. Gegnerkommunikation stören. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung in ihren Headsets zu verwirren. Brauchte ich, glaube ich, bisher auch noch nicht. Verbesserte Helikopterausschaltung. Für mittlere Zeit ausschalten. Okay, Nagelsperre. Y halten, um Nagelsperren zu heben und zu senken. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Gucken mal weiter. Was können wir uns denn im Kampf verbessern? Verlängert die Dauer des Fokus. Schnellerer Wechsel. Erhöht die Tragekapazität für Sprengstoffe. Brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Kugelwiderstand. Reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil da bin ich echt anfällig. Was können wir denn herstellen? Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Okay. Einmaliger CTOS-Scan, um NPC-Gegner zu erkennen und zu markieren. Unkonventionelle Sprengvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt nur eine kurze Wurfweite zur Sprengung hacken. Okay. Brauchen wir das schon? Ich glaube, ich gehe eher mal hier auf diesen Kugelwiderstand. Da ist mir persönlich am besten mitgeholfen. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Brauchte ich das bisher? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich spare mir den Punkt einfach mal auf. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Komm, brauchst du gerade mal nicht, den Profiler. Kommen wir denn hier wieder raus aus diesem Irrgarten? Hier, spring mal hier runter. Zack, zack, zack. Ist hier noch weiter runter? Ah, genau. Ich glaube, da sind wir tatsächlich auch hergekommen. Hier mit dem Lift. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Da tun wir uns nicht weh, wenn wir hier runtersteigen. Schon sind wir wieder auf der Straße. Sehr gut. Guck, nicht so irritiert. Wäre mal cool, wenn mal irgendwer hier noch mal ein bisschen Geld für mich hätte. Ja, irgendwelche Songs. Ich hätte kein Geld, Leute. Keiner hier mit ein bisschen Geld unterwegs. Na, okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Okay, gar nicht weit weg. Was ist das denn hier? Gangversteck. Diese Gangverstecke, sie müssen Zielpersonen finden und mit einem nicht tödlichen Takedown einschüchtern. Spüren Sie Ihre Ziele mit Hilfe des Profilers auf. Benutzen Sie einen nicht tödlichen Takedown, um das Ziel oder die Ziele auszuschalten. Finden Sie Hinweise auf Gangverstecke, indem Sie Profile von Zivilisten anlegen und sie hacken. Okay.
War aber jetzt nicht das, was ich machen wollte. Deswegen, zack, Kampagne und auf geht's. In die Richtung. Wieso stehen hier eigentlich immer nur so kleine Autos am Wegrand? Oh, wieso... Oh Mann, Aiden, du bist so ein Honk. So ein Honk bist du. Zum Glück ruft da jetzt keiner die Polizei. Mann, 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 er sollte sich diesen kleinen roten Wagen nehmen. Jo. Eckheitszweck. Mit den Karren kannst du überhaupt nicht fahren, Aiden. Terminvereinbarungen und Erinnerungen gehören zum Service. CTOS, hilft Ihnen? Ja, er quietscht schon. Immer, was heißt schon, immer noch. Obwohl er schon fast steht, dieser Wagen. Ach, hier haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, komm. Gib mal die Geschenke her. Den Sinn und Zweck habe ich immer noch nicht verstanden, aber ist ja auch egal. Geschenk deponieren. Nee, da sind keine Geschenke. Barbie fies. Was wackelt denn hier, wenn da oben die Bahn kommt oder was? Dann wackelt hier die komplette Umgebung. Na gut, na gut. In Schale geworfen. Okay, wir starten das Ganze mal. Immer noch in Akt 1. Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerkloks, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Okay. Und schon haben wir einen riesen Ladebalken hier. Was ist das denn? Na, okay. Ging doch schneller als erwartet. Können zoomen? Ja, können wir tatsächlich. Oh. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf, los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Ein paar nette Fotos machen. Smith. Okay, im Knast sind wir also jetzt Smith. Wir müssen aus der Zelle entkommen. Gucken wir uns doch erstmal hier um. Liegt denn hier irgendwas? Gehen wir aufs Waffenrad. Da ist natürlich alles leer. Umsehen. Okay. Jetzt müssen wir dann wohl ungesehen da hinten hinkommen. Er hat eine Kamera. Ah, okay, wir kommen nicht wirklich raus. Wir müssen das da hinten hacken. Wahrscheinlich über die Kameras hinweg. Da ist der Datenstrom, genau. Ja, genau, geh mal spazieren. Nee. Hier irgendwie Kameras mal. Jetzt gehen wir mit dem Typen hier, mit dem Wachmann spazieren. Gehen wir mal da oben auf die Kamera, so. So, da hinten bin ich. Okay, schade. Ich kann aber nicht weiter nach links mich drehen. Der Typ da unten hat eine Kamera. Da, da oben der auch. Okay, gehen wir mal zu dir da oben. Ich muss aber da unten hin. Spaziert denn da nicht mal einer hin? Doch, er. Nein! Nein, ihn wollte ich nicht. Ich muss da unten hin. So.
Wieso geht der immer hoch? Ich wollte nicht zu dem da oben. Okay. Sind natürlich darauf angewiesen. Hier haben wir auch eine Schwachstelle. Okay, da müsste auch irgendwas gehackt werden. Früher oder später. Aber es ist erstmal nicht das Ziel. Geh mal irgendwo hin, wo es brauchbar ist, Junge. Woo. Wer hilft mir denn jetzt mal weiter? Okay, gehe ich doch nochmal lieber wieder auf die Kamera hier. So, okay. Wir versuchen das nochmal über ihn hier. Ich muss da unten rein. So, auf dich will ich, genau. Und dann in den Raum rein. So. Geht doch. Aber es war immer auf die Etage da drüber gesprungen. Jordi, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay, jetzt müssen wir da ungesehen irgendwo hinkommen. Wie bitte soll das funktionieren? Eieieiei. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. Das steht schon mal fest, dass wir nach unten müssen. Brrr. Okay. Naja, zum Glück seid ihr nicht die Hellsten. Da huscht einer und später ist er ganz schnell wieder weg. Naja. Hepp. Und hepp. Also irgendwie da runter. Aber wie soll ich denn da ungesehen runterkommen? Oder nee, auf der gleichen Etage müssen wir bleiben, oder? Ich gehe mal noch. Nee, nicht da in Deckung. Nein. Dahin. Muss ich einfach nur in diesen Raum da rein? Ich glaube, ich muss tatsächlich runter, aber auf der Minimap steht sonst immer ein Pfeil nach unten dabei. Brrr. Gott. Geh da rein. So. Nimm dir das. Nicht klettern. Was bitteschön soll ich besorgen? Ich soll tatsächlich in den Raum da drunter, oder was? Vielleicht macht es Sinn, durch dieses Treppenhaus hier zu gehen. Ja, ich muss tatsächlich dahin. Sieht mich hier jemand oder kann ich da rein einfach? Besorgt. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. No. So, da hinten muss ich jetzt hin. Oh, um Gottes Willen. Komme ich denn da jetzt hin? Typ, der sieht mich doch, 100 pro. Komm, Junge, dreh dich um. Komm hier bloß nicht rein. Okay.
So war das nicht gedacht. Wo ist das spannend? Ja, da wollte ich hin. Sehr gut. Kann ich das da hinten einfach... Oh, nee, ne? Du bleibst da jetzt nicht hocken. So, entriegelt ist das Ganze schon mal. Komm, Junge, dreh deine Runde. Geh weiter. Kann man den nicht irgendwo ablenken? Nein, kann man nicht. Ja, genau. Geh spazieren. Fufufufufu. Komm, geh weiter. Okay, jetzt da raus. Schnell, 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 schnell. Einfach weg hier. So, hier muss ich jetzt weiter. Um Gottes Willen! Wie komme ich denn da hin jetzt? Da muss irgendwas gehackt werden. Ah, der Typ hat eine Kamera. So. Hilfst du mir weiter? Der guckt sich nur hier drin um. Wie guckst du denn? Da wird einem ja schlecht. Mal hier den Profiler anmachen. Hier scheint er ja relativ still zu stehen. Sein Blickfeld hilft mal gerade gar nichts. Doch, jetzt, jetzt, jetzt. Hahaha. So. So, das haben wir schon mal entriegelt. Brauchen wir sonst noch was? Wir müssen noch was entriegeln. Aber was ist es? Was ist das? Okay. Ah, hier können wir was hacken. Sehr gut. Okay, da ist wieder was rot markiert. Wenn wir das auslösen, wahrscheinlich irgendwie eine zeitliche Komponente wieder ins Spiel kommen. Deswegen machen wir erstmal die anderen Sachen. So, okay. Das müssen wir aber auch noch öffnen. Nein, das war zu viel. So. So, hier schon mal alles richtig. Jetzt müssen wir das hier nur drehen. Zack, nach da. Dann können wir das hier entriegeln. Das kommt so dahin. So, das ist entriegelt. Und auf. Hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. So, wir sind jetzt in den Hof geschaltet. Finden Sie den Stadionüberlebenden Raul Lionzo. Okay, das werden wir machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt und mir vielleicht auch eine Bewertung da lassen würdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!